Hey, yo YouTube, was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Stadion-Vlog hier auf meinem Kanal. Ja, heute wieder mit Monheim unterwegs zu einem besonderen Anlass. Es ist Samstag. Normalerweise spielen wir im Amateurbereich ja sonntags. Heute wird unsere Partie geleitet von Anton Stach und Nils Petersen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das Ganze ist ganz groß angekündigt. Das hat Sky darüber berichtet, das hat Kicker darüber berichtet. Der DFB hat das Ganze mit in die Wege geleitet. Wir, also Monheim und Nierstein, sind ja auch beide 05er Clubpartner. Das steht auch in Verbindung mit. Und Nils Petersen und Anton Stach werden auch betreut von Dennis Aytekin. Den sollte ja auch jeder kennen von euch, weil man ein bisschen mit Fußball vertraut ist. Bin sehr, sehr gespannt auf das Ganze. Fokus für uns muss aber unbedingt auf dem Spiel liegen, weil tabellarisch ja, sieht es nach unten immer, immer enger aus. Und wenn wir mal schauen, Nierstein, gut eigentlich ins Jahr gekommen, zwar erst 3 Punkte geholt, aber knapp gegen Top-Teams verloren und Klein-Mittenheim 4-0 geschlagen. Und wir ja die ersten 3 Spiele verloren. Also mal schauen, was es wird. Viel Spaß beim Video. Let's go. Ich wurde jetzt gerade vom Mannschaftskamerad abgeholt. Wir sind jetzt hier noch an der Tankstelle. Holt er sich noch was Kleines oder muss ein Paket abgeben? Ich habe eben gesagt, Stadion-Vlog, das ist natürlich falsch, normaler Vlog heute. Aber vielleicht mit bisschen Stadion-Feeling, weil es sind über 1000 Zuschauer angekündigt. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Und wir treffen uns auch schon um 11.30 Uhr, weil wir gemeinsam zum Mittag essen und um 15 Uhr ist erst Anpfiff. Wetter heute, mal gespannt, ist jetzt ein bisschen regnerisch. Himmel ist relativ dunkel, windig ist es auch. Schauen, wie es heute Mittag ist. Wir haben jetzt eben gegessen, waren noch schöne Runde spazieren, ein bisschen zusammen gesessen, gebabbelt. Wir haben jetzt 13 Uhr, sind auf dem Weg nach Nierstein. Dann parken wir dort, haben dann noch knapp 2 Stunden bis zum Spiel. Wie bist du für heute gestimmt? Bist du motiviert, Junge? Ja, auf jeden Fall. Geiles Wetter, die Woche gut trainiert, neue Trainingsanzüge, geiles Umfeld. Hab schon Bock heute. Und glaubst du, es kann einen positiven oder auch einen negativen Einfluss auf uns haben, dass heute so viele Leute da sind, dann auch das halt, ja, ich sag mal, prominente Pfeifen? Ja, ich sag mal, der Druck steigt dadurch automatisch. Muss halt jeder selbst wissen, wie er damit umzugehen hat. Ich hoffe, der Trainer spricht es auch nochmal an. Beziehungsweise hat es ja auch schon angesprochen die Woche, dass da jeder eben im Kopf klar ist und es außen drumherum auch ausschaltet. Ich denke, dann kann es positiv sein. Die müssen erschrecken, wenn die den Pfiff hören, dann müssen sie sich denken, oh. Hä? Hey. Ey, das war ja so laut. Ach du Scheiße. Leider sind auch die Videoaufnahmen vom Ton her nicht zu gebrauchen. Deshalb sind die Videos stumm geschaltet und ich kommentiere das Ganze nach. Nierstein hier mit dem Anstoß. Wir sind am Anfang des Spiels ganz gut drin gewesen. Hatten auch die ein oder andere Gelegenheit, das sehen wir gleich. In der ersten Halbzeit hat jetzt hier Anton Stach gepfiffen. Hier Rizzi lässt den Gegner stehen, kommt dann hier durch, aber danach der Steckpass nicht angekommen, hat die Absprache nicht ganz gestimmt. Hier jetzt wir über eine Ecke, wo leider keiner rankommt. Nächsten Aktion, Nierstein mit einer überragenden Chance, nimmt da mit dem Kontakt gut den Ball mit rein, scheitert aber am Bum-Bum. Dann konnten wir den Ball klären und haben im Gegenzug einen Freistoß aus dem Halbfeld bekommen, den Timo auch stark reinschlägt, wir frei zum Kopfball kommen,
aber leider unpräzise übers Tor. Ja, und jetzt hier das 1:0 mit einem langen Ball. Stark gemacht. Und dann liegen wir hinten. Und wie es dann so oft leider ist, ein Trainer von mir hat mal gesagt, die ersten 5 Minuten nach einem Tor oder generell nach einem Anstoß sind die wichtigsten. Da kannst du in beide Richtungen gehen. Und hier identische Situation, wieder langer Ball, kein Abseits, haben wir extra geprüft. Scheitert er erst am Bum-Bum, klatscht aber unglücklich ab zum Stürmer, der nur noch einschieben muss. Und dann hast du einen Doppelschlag und liegst 2:0 hinten. Das ist halt dann schon extrem bitter für uns gewesen, weil wir bis dato echt gut im Spiel waren. Und hier tümmelt sich jetzt Nierstein auch ein bisschen durch und wir machen halt jetzt einen fatalen Fehler im Aufbauspiel. Darf natürlich auch nicht passieren. Und zack, steht es 3:0 schon in der ersten Halbzeit. Übrigens hat die erste Hälfte Anton Stach gepfiffen. Der hat es auch echt gut gemacht. War ganz witzig zu sehen, wenn er mal Vorteil angezeigt hat oder sonst was, sondern hier zu den Foulaktionen hinläuft. Hat jetzt hier aber auch Halbzeit gepfiffen und dann geht es weiter. Aber auch in der zweiten Halbzeit für uns keine große Änderung jetzt hier. Im Spielaufbau wieder mit dem Fehler. Und Nierstein macht das auch echt gut. Bei denen klappte halt alles hier durch die Beine von Bum-Bum. Führt dann schon 4:0. Und dann ist es halt auch extrem schwer, noch an sich selbst zu glauben. Klar ist da noch alles möglich. Aber gerade auswärts bei Nierstein, wo wir uns sonst nicht so gut geschlagen haben, ist das extremst hart. Und hier seht ihr auch, Ding geht genau in die Ecke. 5:0 für Nierstein. Was willst du machen? Jetzt hier parallel zur Aktion noch der Insta-Beitrag von Nils Petersen zum Spiel. Sehr gut. Exzellent, Nils. Das ist genau richtig. Ja, hier hin, bitte. Perfekt. Wohin? Komm, Mami. Oh, sorry, hier. Okay, hier hin, bitte. Rechts. Die Höhe, bitte. Danke euch. Ball ist frei. Damit war das Spiel dann auch endgültig gelaufen. 6:0 der Endstand. Sehr, sehr bitter für uns da im Derby, gerade vor so vielen Leuten. Anton Nils, aber auch Dennis Aitekin haben das echt cool gemacht. Auch die Assistenten waren stark. Und wir müssen jetzt schauen, dass es für uns einfach weitergeht. Ja, das Spiel ist vorbei. Skandal hat 6:0 verloren. Da ist es krank. Da können wir gar nicht viel sagen. Wir werden jetzt noch ein paar Interviews geführt. Alle kommen nachher auch nochmal kurz. Hier nochmal ein bisschen schauen. Es waren halt echt viele da, sind schon einige gegangen. Fotos. Aber jetzt kommt es wurde durchgesagt über 1100. Dankeschön. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Was soll ich noch groß sagen? Wir müssen einfach gucken, dass wir uns da raffen, dass wir einen Arsch hochbekommen, dass wir gemeinsam als Team da irgendwie rauskommen. Das ist halt schon eine richtige Krise, wo wir drinnen stecken, würde ich sagen. 6:0 kannst du so ein Spiel auch nicht verlieren, da gibt es keine Rechtfertigung für. Cooles Event trotzdem gewesen, da mit Stach, Petersen, Aitekin und wenn auch alles da war. Aber ja, wir müssen den Fokus halt auf uns legen und da läuft es halt absolut gar nicht aktuell. Wir sind null effizient. Bis zum 1:0 war es wieder völlig in Ordnung, fand ich. Und müssen wir jetzt einfach die Woche dran arbeiten. Mittwoch geht es direkt weiter gegen Horsheim, das wird auch nicht einfach. Und ansonsten gehe jetzt für mich jetzt gleich noch ins Stadion, Deutschland gegen Peru, da werde ich auch einen Stadion-Vlog aufnehmen. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und ansonsten lasst mir gerne ein Like da, kommentiert das Video, abonniert den Kanal, checkt alle Social Medias und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, peace out.